to ride the high, ride the flow, to ride the high, ride the flow, to ride the high. Was für ein Wahnsinnswetter. Herrlich. Das muss ich doch gleich mal ausnutzen, wenn die Sonne so schön scheint. Das Schöne ist, ich habe hier so einen kleinen Sprung gefunden. Da werde ich mich gleich mal ein bisschen dran auslassen. Das ist zwar jetzt kein wahnsinnig großer Sprung, ne, noch nicht mal kniehoch, aber die Landung ist gut, die Anfahrt ist sehr gut, leichtes Gefälle, ich brauche also nicht ganz so viel pedalieren und ja, dürfte eigentlich ganz easy sein. Ich bin ja schon andere Sprünge gesprungen, aber ich muss immer noch so ein bisschen an meiner Pedaltechnik arbeiten, weil da hüpfe ich dann das ein oder andere Mal von den Pedalen. Ich habe ja schließlich keine Klickpedalen, sondern nur die Flatpedals, wobei ich sehr, sehr, sehr damit zufrieden bin. Und bei normalen Sprüngen funktioniert das auch alles, aber irgendwie ist es eine Kopfsache. Und wenn das Ding dann, also die Hürde ein bisschen höher ist und vielleicht links und rechts Bäume im Visier sind, dann ja, macht mein Kopf zu, traue ich mich das irgendwie nicht zu springen oder bin etwas verhalten. Naja, und dann schleichen sich diese komischen Fehler ein, diese komischen Fahrfehler. Und wenn ich dann von der Pedale hüpfen würde, wäre das gar nicht so gesund. Naja gut, ich probiere es einfach mal aus. Ne? Also ich tobe mich hier mal aus, sagen wir es mal so. Ausprobieren tue ich ja sowieso immer ganz gerne alles. Und naja, schauen wir mal. Brille aufsetzen ist ganz schlecht, also, ne? Dass man irgendwie die Gläser nachher den Augen hat. Für den einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen too much aussehen mit Helm, Full-Face-Helm, aber ich habe einfach ein sicheres Gefühl. Meine Knochen sind nun mal nicht mehr die jüngsten. Ne? Da muss man Vorsorge treffen. Jetzt wollen wir das Ganze doch mal in einer anderen Perspektive aufnehmen. Das war knapp. Da hätte ich fast die Kamera mitgenommen. Nein, die Landung war okay. Die Kamera stand da auch schon genau richtig. Alles gut. Ich müsste mehr von diesen Dingern hier haben. Da fühlt es sich auch wieder richtig gut an. Jetzt noch die andere Perspektive. Jawohl. Das Coole ist, einfach den Turbo an, den Berg wieder hoch und dann kann man schwuppdiwupp gleich nochmal fahren. Das Schöne ist, ich brauche ja nicht mal viel Schwung. Laufen lassen, tief, hoch, springen. Und schon war's das. So, Mann, ich kann mich irgendwie nicht trennen heute hier von dem Ding. Auf den Pedalen bleibe ich jetzt schon mal.
Stabilität. Nochmal, dann wieder nochmal. Da möchte ich jetzt reinspringen. Das klappt. Mein Herz guckert nicht mehr so doll. Auch wenn es nur ein kleiner Sprung war. Aber ich brauche meine Sicherheit einfach wieder. Es war keine schöne Auffahrt und auch keine schöne saubere Anfahrt. Aber man landet weich. Von daher sollte das klappen. Kleine Enduro-Strecke hier, so ein Mini. Richtig cool, kleiner Sprung. Und ein schöner Step-up. Das war's schon. Klein und fein, richtig cool. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Was für kleine Leute. Aber die Sprünge sind gut. Also der Step-Up, da muss ich echt aufpassen. Jetzt das Ganze nochmal. Aber den Step-Up nicht ganz so impulsiv nehmen. Oben der Sprung, der ist toll, der ist cool. Aber unten fliege ich einfach zu weit. Ah, der war besser. So, reicht für heute. Checkt, gefahren, abgehakt.
Ist es so schön? Am ersten Mal ist es Glück, am zweiten Mal ist es schon Können. Ab nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Hartholz-Zicklein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe schon mal gesagt, dass ich senken mag. Juhu!